einzig Gute am Menschen ist sein guter Wille. Er überlegte, dass weder die Begabung oder der Charakter noch günstige Lebensumstände eines Menschen das Gutsein sicherten, sondern allein der Wille. Wollen die Menschen gut miteinander zurechtkommen, so müssen sie diesen guten Willen befolgen. Und zwar so, als ob er nicht nur eine Motivation, sondern ein unverrückbares Gesetz sei. Diese Aufforderung zum grundsätzlichen Gutsein nannte Kant den kategorischen Imperativ. In seiner bekanntesten Formulierung in der Kritik der praktischen Vernunft lautet der kategorische Imperativ: Handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.